Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Space Engineers mit dem guten Valkyrie. Guten Morgen, hallo. Ich kann leider nicht winken, ich bin zu kaputt anscheinend. Ach, das ist die Hitze. Wir haben den Thermostat hier im Schiff. Im Sitzen kann man nicht winken, ne? Ja. Ja, wir haben den Thermostat im Schiff hochgedreht, ja, auf mollige 30 Grad rum, damit wir uns heimisch fühlen. Ich stell jetzt mal auf, es hat keinen Wert mehr. Das stimmt. Ja. Oh, so, es gab das große Multiplayer-Update. Yay! Und das erste, was wir hatten beim Einloggen, ich habe Zwerg nicht gesehen, der war unsichtbar. Geil. Für mich. War mega. Kurz, komm mit rein. Nein, das traue ich mir nicht. Ich schick dich doch jetzt runter. Komm mit rein. Nee, komm mit. Warte. Komm mit rein, geh schneller. Trau mich nicht. Oh Gott. Ey, mach schon. Nope. Hä? Hm? Hä? Ich habe 1 gedrückt. Oh, wow. Halleluja. Wo bist du? Draußen. Oh. Ja, okay. Hab mich rausgeschossen. Schwierig. Ja, ich habe kurz ein bisschen Angst gekriegt. Warte mal, wir müssen ja in Unterbau. Ja, genau. Wo müssen wir denn hinten da raus? Ah, wir brauchen einen Teleporter auf Deck. Ich sehe es kommen. Ja. Ach, hier vorne kommen wir ja auch raus. Wo? Ja, oben über die Brücken. Also quasi hier, warte. Hier oben, genau. Ah, nee, da. Okay. Na. Was denn? Oh, wow! Ich schwebe. Denk an Helm, wenn du reinkommst. Er hat eben noch gesagt, ey, wenn du auf der Couch sitzt, kannst du einen Helm abnehmen. Ja. Ich sag, nee, warum? Den stell dich doch draußen. Ja, das ist. Das denken wir dran. So, genau. Oh, ich fühle mich gerade so schlecht. Oh, sieht toll aus, ne? Ist mega. Allein bei dem, also ganz ehrlich, bei der Aussicht hier. Hat sich der ganze Trip bis hierhin, die 100 Folgen, bis wir gestartet sind, hat sich schon gelohnt, oder? Ja. Ich wäre mir jetzt mal so gespannt, wie die Performance auf dem Planeten ist, weil. Aber das schauen wir jetzt nicht an. Nee, das schauen wir nicht an. So, übrigens wollte ich mich nochmal bedanken. Wir haben jetzt eine Woche nicht aufgenommen. Erstmal fehlt ja eine Folge für Montag. Das ist einfach der Sache geschuldet, dass wir eine Stunde an diesem Skript da gesessen haben und es lief uns nachher einfach die Zeit weg irgendwie. Ja. Und deine Freundin war auch krank und du musstest nach Hause. Genau. War keine Zeit mehr für die vierte Folge. Alles schwierig. Und danach war ich halt die Woche in Berlin und da ging es nicht. Aber das war halt ein bisschen ungünstig. Wir hätten halt beide gerne noch gesagt, pass auf, so und so sieht's aus. Sind wir dann auch nicht die, ja. Ja. Da waren die auch ein bisschen durch, als uns das aufgefallen ist, dass wir das hätten vielleicht kommunizieren sollen irgendwie. Ein bisschen, ja. Aber jetzt geht's ja weiter. Ich bedanke mich mal für den Hinweis. Der Blog und mit dem Skript, der ist wohl noch da. Den muss ich entweder irgendwas mit Easy genannt haben oder TRT oder TNT oder sowas. TNT. Also, was? Genau. So, also, Entschuldigung. Wenn wir da auch nochmal sind, suche ich mal die Blöcke ab. Ja. Den habe ich wohl ganz dämlich benannt. Und dann findest du ihn natürlich nicht wieder. Ist ja nie mehr. Das ist das eine. Zweitens vielen Dank für den Tipp mit der H-Taste. Man konnte sich jetzt nicht erklären, warum ich die Gegner nicht gesehen habe. Oder erst in 2 Kilometer Entfernung. Mhm. Also entweder ist das, um den Host ein bisschen zu schützen. Weil Schütz wir sind nicht auf dem Server, sondern mich. ist ja dein Recht, dass der da Performance sparen will. Mhm. Oder mit H kannst du ja die Signale abschalten, normal anschalten und fully visible. Und fully visible zum Beispiel, also wenn ich jetzt hier nur auf normal schalte, dann sehe ich zum Beispiel auf dem Planeten sehe ich doch unsere Basis, sehe ich 48 Kilometer, die sehe ich, aber wenn ich jetzt normal H drücke, dann. Nee. Dann? Ich, keine Ahnung. Ich will nur ich weiß auch nicht. Wenn wir Gegner sehen. Nee, ich dachte, dann wäre es auch in der Entfernung. Nee, der zeigt mir ein bisschen mehr Text an. Hm, naja, okay, wie dem auch sei. Guck mal. So, du willst einen Bullshit-Fader bauen und ich wollte mal nach einem Schwerkraftgenerator und nach einem Jump-Drive gucken. Ne? Genau. So, ich brauche allerdings noch einen Sauerstoffgenerator. Da, den brauchen wir noch. Der ist auch nicht klein. Also das Schiff wird irgendwie... Ich hab so momentan ein bisschen den Eindruck, dass dieses Schiff halt irgendwie immer größer wird. Weiß nicht, ob das so clever ist. Aber auf der anderen Seite im All haben wir ja auch weniger Gewicht zu schleppen. Von daher... Mal eine blöde Frage. Ja. Wenn ich in Produktion drin bin. Ja. Dieses linke Fenster da, ne? Komponenten, kleine Blöcke, Werkzeuge.
da gibt es keinen Suchen-Button, ne? Dass ich da drin suchen kann, ne? Nee. Sowas wie Schwerkraftgenerator zum Beispiel. Nur wenn du oben auf die zeigeverbundene Inventare gehst. Sag mal, merkt es sich das jetzt nicht mehr? Eigentlich. Wer merkt sich was nicht? Wenn ich jetzt auf, warte mal, ich gehe mal hin an den Container und drücke F. Dann zeigt er immer mein eigenes Inventar an. Ach Quatsch, nein, der zeigt das direkte Lagerinventar an. Und da musst du umschalten. Ach, so ist es. Also es gibt einen Gravitationsgenerator, Feldgenerator und einen sphärischen Gravitationsgenerator. Das ist wahrscheinlich, kosten beide gleich viel. Oh. Was ist denn PCU? Stromverbrauch? Was ein bisschen reinhält? PCU. Der eine hat PCU 200 und der andere hat PCU 185. Ich weiß der programmierbare nicht. Block hat zum Beispiel 10 oder 25. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist der Stromverbrauch. Könnte sein, dass die das jetzt neu benannt haben. Kann das sein? Möglich. Ist alles möglich heutzutage. In Space Engineer sowieso. Ich gehe mal ganz kurz Eis bohren, Will. Ich bin gleich wieder da. Bist du schon fertig? Du musst auch mal Triebwerke ranbauen oder sowas. Ja, ja, klar, aber ich will ja erstmal ein bisschen Sprit drin haben, damit uns das Ding nicht ins Weltall stürzt. Warte mal, hab ich jetzt was? Nee, Stein. Gib mir Eis. Gib mir ein E. E. Ah, endlich wieder ein Zwerg am Bohren. Das haben wir uns alle doch schon immer gewünscht. Jetzt muss ich mal ganz kurz den Stein rauswerfen. Wow! Produziert? NATO-Munition produzierst du hier. Was machst du in der zweiten Montage? Ich hab die ganzen Geschütze mal ausgeschaltet, solange wir nicht angegriffen werden. Die zwei Zusatzgeschütze, die ich da dann gebaut habe, die kann ich entweder wieder abbauen oder muss ich erstmal an das Conveyor-Netz anbauen. Ich habe mir die Namen jetzt nicht notiert, aber ich habe in Berlin sehr wohl die Kommentare gelesen, als ich da war. Der Well ist fleißig. Wie viel freie Zeit. So, jetzt pass auf, jetzt schmeiße ich mal ganz kurz das Eis hier rein. Und nimm den. Ah, wunderschön. Ich mag das jetzt erstmalig, dass ich in der Produktion direkt den Gravitationsfeldgenerator anklicke und dann produziert der mir nämlich genau die Anzahl an Bauteilen, die ich brauche, um den herzustellen. Mhm. Dann per Hand, also um den zu schweißen halt. Da habe ich schon so oft Hinweise für bekommen. Habe ich nie gemacht. Ha! Aber irgendwann, eines Tages, mache ich dann sowas dann nochmal. Okay, also die Brücke ist mit Sauerstoff verbunden. Das heißt, ich kann mich auch da reinsetzen und theoretisch ohne Helm bohren. Das ist schon mal sehr geil. Okay. Okay, die ersten... Drive. Wie viel haben wir denn im Hydro-Tank? 40%, wir haben keinen... Nee. Wir können wirklich einen Jump-Drive bauen? Ja. Sieht so aus. Aber also, wir brauchen 1000 Super-Conduits. Conduits? Stahlplatte, okay. 1000? 1000? Brauchen wir dafür Super-Conduits. Die dauern, glaube ich, hauptsächlich eine Zeit, ne? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie einen bauen können. Also ich finde sie auf jeden Fall geil, ne? Ne, wo sind sie? Eigentlich kostet er doch 1000. Aber er hat die gar nicht produziert. Moment. Das war doch Jump Drive, oder? Oder was habe ich hier geguckt? Jump Drive? Jump! Entschuldigung. Super Conductor Conduits. 1000 Stück. Ich weiß gar nicht, wie ich die herstellen kann. Super Conductor Conduits. Und ich habe gerade eine ganz andere Sorge, weil... Was, ja, wieso, was denn? Ach, nee, hat sich geklärt. Ich habe da tatsächlich sogar in die Richtung gedacht. Hätte ich nie gedacht, dass ich jemals an irgendwas denke, aber in dem Fall tatsächlich. In welche Richtung hast du gedacht? Ich habe den Bedarf schon erkannt, bevor er da war. Unwissend natürlich. Und habe die Förderleitung richtig gelegt. Aha. Weil die Hydro-Thruster brauchen natürlich ja irgendeinen Anschluss, sonst funktionieren die dämlichen Dinger nicht. Nee, ja, das stimmt. Genau da so, in die Richtung habe ich vorgeplant. Ich baue jetzt mal eben meine beiden... Was schleppe ich denn alles mit mir rum? Meine Taschen sind ja voll, ja, kann man sagen. Herstellungskomponente, Metallgerüst.
Also es fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Muss ich sagen. Ich baue jetzt mal eben die beiden zusätzlichen Waffen. Mhm. Wieder ab, die ich hier angebaut habe, weil oh, das macht die Spaß. Werden ja sowieso nicht funktionsfähig. Mhm. Well? Ich glaube, das sind sie. Ja, ja. Geht's dir gerade so ähnlich, wie es mir gerade geht? So fröhlich beschwingt? Ich weiß nicht, es geht so. Es ist halt warm, ne? Ja, auch das. Ich meine jetzt eher spieltechnisch. Tatsächlich. Ja, Performance ist gut, wenn du das meinst. Ja, weil das war ja eigentlich immer so die letzte Zeit auch unser Hauptkritikpunkt gewesen, eigentlich in jeglicher Folgenhinsicht, weil es ja halt auch echt schwierig war. Die letzte Folge war auch schon okay, weil wir waren halt im Weltall. Im Weltall fühlte sich das eigentlich sowieso schon nicht schlecht an. Besser, ne? Ja. Leichtes Ruckeln, als deine Gatlings meinen Bohrer zerlegt haben, ey, aber das ist halt super. Das waren leichte Probleme in der B-Note, weil... Also ich habe die Hinweise bekommen, es waren anscheinend nicht alle Komponenten ausgewählt. Okay. Was ich komisch finde, weil ich habe ja Steuerung A gedrückt. Steuerung A markiert eigentlich alle. Und du hast irgendwie Hinweise bekommen, das muss mit der Antenne zu tun gehabt haben oder so. Also ich habe das gelesen und es hat auch für meine Begriffe Sinn ergeben, dass das mit der Antenne wohl ein Problem dargestellt hat. Ich konnte es nicht nachvollziehen bisher. Ich denke aber mal, dass die Richtung die ist, dass man quasi sagt, ja klar, du musst dann dem Geschütz mitteilen, Achtung, hier ist ein Signal und das ist freundlich, weil alle Blöcke darin freundlich sind. Also ich glaube, die Antenne ist ein wesentlicher Bestandteil von jedem Schiff, das wir jetzt bauen künftig. Nichtsdestotrotz möchte ich trotzdem alle Gatlings alle Gatlings nochmal umstellen und sagen... Ach, wir brauchen Eisen und Gold für die 1000 Superconductor-Conduits. Ah, Gold, well. Da geht richtig Gold bei weg. Und zwar 0,67 Kilo Gold gehen da weg. Also fast ein ganzes Kilo von 666. Mhm, das ist eine diabolische Zahl, die wir hier haben. Well, ich mach mal gerade kurz einen Probeflug mit, nennen wir es, warte mal ganz kurz. Info, Small Grid, nennen wir um, in El Boros. Okay. Motor, Stahlrohr. So, well, das Schiff steht, und zwar ZVF El Boros. Ja, El Boros. Ich sehe es. Komponentenschwerkraftgenerator, suche ich hier. Okay. Ja, schöner Name. Ja, ne? Also ich finde, El Boros ist eigentlich ein schöner Name. Und das nennen wir Bohrer. So, speichern. Jetzt brauchen wir an der Gerät natürlich noch eine Sache. Weißt du eigentlich, dass der Gravitationsfeldgenerator echt klein ist? Echt? Ist das nicht so groß? Ich dachte, der wäre mega. Nee, der ist ein Würfel groß. Ein Block ist der. Nein. Doch. Also ich bin ja begeistert, aber nein. Ja, doch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich dachte, die Dinger sind riesig. Ich dachte auch. Also ich meine, Moment. Ich nehme mal den anderen, den ich hier noch habe. Nee, auch nicht. Okay, well. Oh, der eine sieht so aus, der andere. Ich nehme den Nubbeligen, der Nubbelige ist. Well? Nubbeliger, ja. Bist du bereit? Worauf? Wofür? Womit? Oh, ja, oh, abheben, oh. Oh, musst du dich so drehen? Ja, ich wollte das mal. Das ist mein Test, wie schnell das die Gyros arbeiten. Schaut gut aus, oder? Stabil, ja. Oh ja, bremst auf jeden Fall. Also merkst schon, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie viel Hydro ich noch habe. Ich habe nicht viel. Das heißt, ich werde jetzt direkt Instant Eis beschaffen. Ja, das mach mal. Eis ist da ja drin. Ich gehe mal unter Deck und setze den Schwerkraftgenerator dann da. Ja. Wo komme ich denn? Ach, die Treppe runter, ne? Wo ist denn die Treppe hin? Die Treppe ist weg. Wo waren denn die Treppen hier? Welchen suchst du? Ich nehme da rein. Eine nach drin. Ach, da. Okay, hab sie gefunden. Okay, ich bin mal gespannt. Oh, ich habe natürlich jetzt eine Sache nicht dabei. Dass sie ich wurde rückwärts von der Drehtür eingesaugt. Das nein. Doch. Oh. Also, das Spiel wusste, dass ich nicht genau weiß, wo ich bin und hat gesagt, komm her, ich suche dich an. Ich brauch dich.
So, was fehlt dir denn jetzt? Ich habe keine Auswürfe dran, stelle ich gerade mit Entsetzen fest. Aber das macht ja jetzt eigentlich nichts, dann nehme ich halt ein bisschen Stein mit. Die meisten Menschen sind ja auch nicht unbedingt so erfreut, wenn sie Auswürfe haben. Das weiß ich nicht tatsächlich, ob das wirklich so ist oder ob manche sich da echt denken, yay! Okay, nein, wird keiner sagen. Ich knall den mal eben, ich knall den Schwerkraftgenerator mal. Du meinst, der hat eine große Reichweite, ja? Ich glaube, das war gar nicht, also wenn es noch so ist wie damals, ist das gar nicht mal so ordentlich, gar nicht mal so schlecht gewesen. Gar nicht mal so ordentlich. Boah, voll der Scheiß, das Ding. Nein, mir fehlen zwei große Stahlrohre. Komme ich denn hier irgendwo? Nee. Oh, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Eis? Irgendwas? Da. Oh, ich bin Kamelwell. Warum? Du hast mir rechtsklick das Eis gebohrt. Nee, das hätte ich noch verstanden. Würde ich mich über meine Intelligenz freuen. Nee, ich Vogel hab die Bohrer nicht angeschlossen. Okay, ich habe gerade eine Erfahrung gemacht. Zwerg ist dumm? Oh. Nee, es ist nicht egal, wie man den Gravitationsfeldgenerator befestigt. Nee, der muss nach unten quasi stehen, ansonsten ist oben unten und so weiter, ne? Ja, ja, ich sehe es gerade. Oh, das wird feiern. Du siehst es gerade. Woran siehst du denn gerade? Ja, bist du schon wieder hier? Ja, ich habe doch die Gravity-Anzeige bei mir. Dann. Selbst verbunden oder nicht? Dann stelle ich den mal da drauf. Dann kann ich den aber nicht genau mittig positionieren. Das ist aber egal, würde ich sagen. Oh Mann, ey, jetzt weiß ich wieder, warum ich. Oh, ich bin ein Hirn! Scheiß. So. Okay, also, wir brauchen jetzt Anschlüsse in alle Richtungen. Oh, endlich nur mal laufen und sich wieder die Knochen brechen können. Oh, wie schön. Echt? Wow, ja. Oh. Warte mal, ich teste mal schnell, wie weit das hält. Ja, ich geh mal von. Ich geh wow. Mal nach bis vorne. Alter, fast 100 Meter nach oben. Muss aber höllisch aufpassen, der Weg ist dann auch extrem schnell zu Ende irgendwann. Uiuiui. Also im Cockpit haben wir noch. Im Cockpit haben wir. Ja? Ja. Ja, das sieht gut aus. Ja, top. Oh, ich liebe es, Well. Ich auch. Ich finde das. Mir gefällt das voll gut. Mir gefällt gerade alles an dem Ganzen. Ich finde das in jeglicher Hinsicht gerade total schön. So, jetzt müssen wir draußen, wenn wir oben auf Deck sind, müssen wir auch aufpassen, ja? Oder, ja, oben auf Deck ist auf jeden Fall Schwerkraft. Also das läuft jetzt ganz gut. Das heißt, wenn ich jetzt hier. Ja, dann falle ich. Okay. Also darf man also nicht so gut schweben. Weit weg. Also wenn nee, also ich, in die Prärie schweben ist schlecht. Oh! Ich weiß, was du meinst. Genau. Alles klar. Okay. Was? Oh Gott. Ich bin irgendwie durchgefallen durch eine Ecke und jetzt hänge ich unter unserem Reaktor. Oh. Versuch mal an den Ecken dich wieder rauszufrimmeln. Ja, geht. Ja, das ist nicht hundertprozentig dicht, was ich da gebaut habe, aber es tut seinen Zweck. Kann man vielleicht den Gravitationsgenerator, Nanu? Kontrollfeld, Gravitationsgenerator. Und erstmal benenne ich den um. Im Heli-Gravitationsgenerator. Guck mal, die Feldweite. Man kann drei Feldweiten einstellen. Okay. Feldweite, Höhe und Tiefe. Höhe. Pass mal auf, Höhe. Ich drehe die Höhe mal runter, ne? Ich mach mal die Höhe auf. Jetzt ist sie weg. Bei mir, also die ist jetzt 26 Meter zum Signal. Also ich bin jetzt wirklich nicht mal auf meinem Schiff drauf und die ist schon weg. Jetzt da. Ich habe jetzt auf 26 Meter eingestellt. Ist das so okay oder soll ich weniger? Ja, machen, ja bis vielleicht ein Ticken höher. So auf, mach mal 30 oder sowas. Das glaube ich gar nicht schlecht. Ja, weil ich wollte halt nicht, dass wir. Die Beschleunigung kann man auch einstellen. Das heißt, ja, so, musst höllisch aufpassen, ey. Und wenn ich den runterdrehe, dann zieht der weniger, denke ich mir, ne? Oder? Na, das Problem ist. 1G ist ganz rechts irgendwie so. Ja, ja. Kannst du es noch höher drehen als 1G? Nee. Okay. Kannst runterdrehen auf 0,5G. Das ist okay.
Nee, 1G ist ja auch super. Ist, ist super, ja. Nee, es ist nämlich manchmal, also ich hab mich, weiß nicht, in der letzten Staffel habe ich mir so oft die Beine gebrochen, ich kann es gar nicht zählen. Oder bin gestorben, weil halt einfach zwei Gravitations, wenn dein Schiff irgendwann größer wird, dann hast du halt irgendwann mehr Gravitation und dann also zwei Felder, die sich überlappen und dann hast du echt ein Problem. Weil da reicht wirklich der 10-Stoß. Die addieren sich dann. Ja, ne? Dann wirken beide Gravitationen auf deinen Körper, ja. Und dann hast du richtig Action. Das ist richtig blöd manchmal. Da müsste eigentlich ein Sound kommen. Gravity Kill oder sowas. Ja, ich glaube, es gab sogar mal einen Death Counter dafür. Also den Jump Drive könnte man auch fast hier drin noch aufstellen. Der ist, glaube ich, 3x3 Blocks. Aber wir sind hier innenraumtechnisch da nicht so gut aufgestellt, ne? Irgendwie. Echt? Finde ich. Findest du? Naja. Also Platz für 3x3 haben wir auch nicht so. Im richtig. Innenraum höchstens unterm Schiff halt, ne? Also da hätten wir ja Platz auch. Ja, ja, ich kann höchstens unter Schiff. Und den daran pflanzen. Dann müssten wir das aber nochmal verkleiden, weil sonst kommt jemand an und zerschießt uns das. Ja, also Unterschiff wollten wir ja auch verkleiden, aber das ist ja bisher einfach nur. Übrigens, noch so ein Kommentar, den ich gelesen hatte. Ich soll mich nicht jedes Mal kirre machen, wenn ich einen Gegner sehe. Also gut, das Problem ist, ich sehe die Gegner ja nicht mal. Das ist ja das Doofe dabei halt, ne? Aber es gibt so 6 Schiffstypen und so 4 davon sind halt nicht gefährlich irgendwo. Ja, den habe ich auch gelesen, genau. Der war auch gut. Ich bin mir nicht, ob das. Nee, ich nenne keinen Namen. Aber weil wenn du den falschen nennst, ist es blöd halt irgendwo so. Ne? Aber so gibt es so die üblichen Verdächtigen, die da regelmäßig verschreiben. Ja. Einer davon macht auch gute Tutorials, die ich mir immer noch nicht angeguckt habe. So. So, jetzt gehen wir hier mal rüber. Achter. So, dann machen wir das Ding hier. 2x3 Blöcke ist das Ding. Und dann schließen wir das Ding jetzt hier an. Der Jump Drive, aber der ist halt auch wirklich cool, ne? Also da kommen wir halt, das schaut auch geil aus dann. Sag's dir, Will. So, Sprit schaut gut aus. Wir haben relativ. Jetzt ich würde den sonst auf die Conveyor. Auf die Conveyors unten stellen, da passt er rein. Moni, das ist nicht gut, weil. Schaut nicht gut aus, oder was? Nee, der ist dann genauso hoch wie unser Verbinder und das ist nicht so cool, glaube ich. Was haben wir denn hier? Was sind das denn? Das sind Gyroskope. Die würde ich ganz gerne. Die Gyros, die kann ich auch irgendwo anders ranschmeißen. Die müssen ja nicht an Conveyornetz hängen oder sowas. Die Gyros, ne? Nee, die haben im Conveyor gar nichts. Die brauchen nur Strom. Aber, mein lieber Welt. Auf, die Gyros würde ich ganz gerne umsetzen, wenn mit deiner Erlaubnis. Also an 2 Meter oder so. Well, es ist alles unser. Weißt doch, wie es ist. Ja. Heißt es doch. Okay. Ja, ja, ich sehe die Zeit. Die Tempus Zeit. Fugit. Ja. Ich dachte, ich mache Schwerkraft an, aber ich fahre ja in die falsche Richtung. Ja, okay. Alles klar. Schaut so geil aus. Es schaut so geil aus. Scheiße, Inventar ist voll. Oh, irgendwas ist ja immer. Ja. Aber auch in der nächsten Folge wird wieder was sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, mein Lieber. Auch in der nächsten Folge wird das Inventar voll sein. Das immer. Ist kein Problem. Das ist das Ultimo quasi. So sieht's aus. Also. Und dann werde ich wieder mal meine Bohrbeschäftigung nachgehen. Mal gucken, wo uns die Reise dann auch noch mit dem Jump Drive hinführt. Schwerkraft hat er Well ja schon hinbekommen. Das Bohrschiff habe ich hinbekommen. Da muss ich bloß nur noch mal aufpassen, dass auch wirklich alles zu uns transferiert, mit meiner Fraktion teilen ist. Das ist ganz wichtig. So, gut. Also. Oh, okay, Gyroskope hauen aber rein. Ne? Ich kann keinen komplett abbauen, glaube ich. Ja, die sind groß, die Dinger, die sind riesig. Die haben ja ewig gebraucht, bis ich die alle hatte. Inventar ist dann halt voll, ne? Wenn ich einen abbaue. Ja, tausch die einfach irgendwo geschickt aus. Aber die sollten möglichst gleich bleiben. Also möglichst von der Relation gleich sein. Ja, ja. Nee, das ist kein Problem. Mach ich. So, mit dem Sonnenaufgang würde ich sagen, können wir uns dann verabschieden, oder? Genau, machen wir das. Sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ich freue mich. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.